Lobby erstellen. Wir hoffen, dass es dann ein bisschen zügig geht. So, erstmal auf Opfer warten und auf bereit gehen. So. Ja, und dann gucken wir uns danach eben nochmal Dark Occult nochmal an und dann müssen wir schauen, wie es dann läuft. Ich will hoffen, dass es dann bei Dark Occult dann ein bisschen besser läuft. Und dass wir da tatsächlich mal auch mal weiterkommen, dass wir die eine Szene, die wir vorhin hatten, dass wir das endlich mal abschließen können. Und vor allem, wir haben ja noch nichts verkehrt gemacht, auch bei Dark Occult. Wir haben ja tatsächlich, die Taschenlampe haben wir ja auf diese Puppen gerichtet und da war eigentlich alles gut. So. Ja, tut mir natürlich leid für die Leute, die sich auf The Conjuring House... / Dark Occult beziehungsweise auf Visage gefreut haben. Aber ihr seht ja selber, es ist technisch nicht immer alles gleich umsetzbar. Schwierig. Was mich natürlich auch wieder dazu bringt, dass ich No Man's Sky eigentlich auch nochmal austesten wollte, genau aus diesen beiden Gründen. Aus diesen beiden Gründen, wo No Man's Sky dann eben auch genauso abgestürzt ist wie jetzt hier gerade Visage. Ich weiß nicht, an was das liegt. Genauso wie bei diesem Rumgelegge beziehungsweise diesem Tongelegge, was ihr ab und zu mal hört. Weiß ich auch nicht, woher das kommt. Also wenn das hart auf hart kommt, dann muss ich, glaube ich, den Rechner mal komplett platt machen. Würde ich aber ganz gerne vermeiden wollen, weil, naja, das ist scheiße viel Arbeit. Und natürlich hoffen, dass jetzt ja auch mal gleich ein paar Leute reinkommen. Lalala. So, fürs Blutnetz haben wir momentan ja auch nichts. Ah. Sehr schön. Dann können wir tatsächlich gleich mal starten. Das Matchmaking scheint tatsächlich, haben sie anscheinend tatsächlich gut hinbekommen. Ich will nur hoffen, dass es dabei bleibt. Nicht, dass sie dann nachher wieder. Dass sie dann nachher wieder nachpatchen und dann machen sie es wieder kaputt. Das können andere auch recht gut. So, eine noch. Sehr schön. Das ist nervig, ne? Mit The Conjuring und Visage, das ärgert mich richtig. Das ärgert mich wirklich. Weißt du, so hochtrabend alles angekündigt, schon mit Trailer und allem, was dazugehört, weißt du, und dann kommt so Mist und du kriegst da nichts zustande, ne? Das ist echt, echt nervig. Mich stört das gerade richtig. Nur das Schlimme ist ja auch, es hat ja auch Auswirkungen auf den Stream, weil du ja nicht nur, weil eben das Bild nicht da ist oder der Stream nicht da ist, aber das drückt eben halt so dermaßen auch auf die Motivation, dass du dann irgendwo. Das, nee, ich weiß nicht. Also, ich finde das immer blöd, sowas. Mal gucken, vielleicht kriegen wir jetzt mal ein bisschen Motivation hier durch Dead by Daylight. So ein bisschen. So 2-3 Runden gewinnen, dann könnte ich mich vielleicht wieder mal an The Conjuring wagen. Und vielen Dank für deinen Host, Funk. Dankeschön. Dankeschön. Seufzendes Lager aus. Was ist das hier? So. Hm. Hier läuft oder lief gerade zumindest jemand.
Tja, Leute, leider müsst ihr jetzt für den ganzen Mist erstmal leiden. Es tut mir echt leid. Ach, Mist. Hab ich gar nicht gesehen, dass da noch einer ist. Hä? Warum kommt ihr denn zu mir? Was soll das denn? Ihr wisst doch, dass ich euch hole. Ja, hier komme ich gar nicht raus, ne? Doch, da komme ich raus. So, eins. So, wo ist die andere Tante? Die hatte sich doch hier auch irgendwo versteckt. Oh, hey. So nicht, meine Freunde, so nicht. Ich kann vieles zerknusen, aber so geht das nicht. So, schnell mal zu dem Haken rüber. Die andere steht schon wieder. Also entweder hat sie sich selbst wieder belebt, beziehungsweise geheilt, oder sie hatte Hilfe. So, da hinten sind sie, da. Hallo? So. Und die andere steht auch wieder. Also die wurde auch schon wieder befreit. Ich höre doch niemanden rumtapsen. Ist doch noch jemand, oder? Zu glauben, noch jemand gehört. Hey! Was hat die denn für einen komischen Koffer dabei? So einen grünen leuchtenden? Aber jetzt fängt das hier auch noch an zu lecken, wa? Aber direkt unterm Haken, ne? Das ist ja auch sehr schön. Eine ist tot. Sehr schön. So. So, kommst du auch mal. Freches Biest an den Haken hier, du. So, jetzt müssen wir nur die anderen finden. Wo kriegen wir die denn jetzt her? Und vier Generatoren haben die sogar noch. Also so viel haben die nicht wirklich getan in meiner Anwesenheit hier. Der hätte mal gleich weglaufen sollen. Ich habe das nämlich genau gehört, mein Freund. Wo willst du hin? Oder ist er die andere Tante? Die hätte ich mir eher legen sollen gerade. So, wo sollen wir hin? Ah, hier vorne ist er noch. Oh, die andere Uschi ist ja auch irgendwo in der Nähe. Gucken, ob ich die irgendwie hören kann. Da. Ah. Ah, Mist. So, wo haben wir jetzt hier mal ein leckeres Häkchen?
Scheiße, hier ist nichts in der Nähe. Ich weiß, ihr seid hier irgendwo in der Nähe. Eine ist tot. Hat die aufgegeben oder was? Hallo, was da denn? Andere. Oder die andere. Mist. Dann hänge ich den erstmal auf, dann kommt sie auf jeden Fall hier irgendwo in die Nähe. So. Muss sie irgendwo... Na, wo bist du? Weißt du, bist hier irgendwo in der Nähe? Nee, auch tot. Schweinkram. Eine ist noch da. Die ist hier. Ich hab sie gerade gehört. Da ist sie. Hallo. So, dann mal ran an den Haken. So, das war's. Gewonnen. Sie hat den Hund dabei, was für ein Hund. Achso. Ja, ich will hoffen, dass heute an Halloween nichts passiert, groß. Nicht, dass es dann wieder Stress gibt mit irgendwelchen Leuten, die meinen, austicken zu müssen. Irgendwelche Leute fast zu Tode zu erschrecken. Aber das hört man ja immer. Die ticken ja dann nochmal aus, die Leute. Die müssen ja auch gleich zu Weihnachten und Silvester dann immer austicken, die Schweine. So. Da können wir jetzt ja nichts weiter machen, ne? Spielekiller, ne? Da können wir gleich wieder von vorne anfangen. Sehr schön. Dann haben wir ja wunderbar schon die erste Runde ganz gut gewonnen. Wie viele Punkte haben wir gekriegt? 2600? Nein. Wollte schon sagen. Da müssen noch ein paar Punkte zukommen. Ja, schön 23. Oh, fast 40.000 Punkte. Heilige, heilige. Das war gut. Das war gut. Das war gut. Levelaufstieg haben wir auch erreicht. Belohnung gewährt. Ja. Wunderbar. Hingabe. Schlecht. Null Punkte. Alter Finne. Also ich weiß nicht. Also das war gerade ein bisschen einfach, finde ich. Ein bisschen sehr einfach. Da schreiben wir frei. Da und da. Was haben wir hier Schönes? Zerkratzte Münze. 4000 Punkte fordert den Entitus auf, das Erscheinen einer Kiste zu verhindern. Okay, was haben wir hier? Bonsai mit dunklen blauen, blaugrünen Blättern. Einst das Symbol der traditionreichen Familie Yamaoka-Familie. Erhöht leicht die Häufigkeit passiven Verschwindens. Stapelbaum. Okay, was haben wir hier? Eine furchteinflößende Erscheinung zeigt auf übernatürlich große Distanz Wirkung. Ein Terrorradius ist um 24% erhöht, verdient 75% mehr Wutpunkte. Ist auch nett. Gucken, ob wir da noch irgendwie hinkommen. Was haben wir hier? Alles schön freischalten hier. Alles lecker freischalten. Ja, und nächstes Level. Level 8 erreicht. Was ist das denn hier Schönes? Eine Haarspange mit getrocknetem Blut. Verringert deutlich die Aufladezeit zum Aktivieren von Yamaokas Spuk. Auch nicht schlecht. Kriegen wir das schon freigeschaltet? Natürlich nicht. 3000. Na ja, gut, okay. Na gut, dann rüsten wir mal aus. Was haben wir denn hier Schönes? Wird gleich die Stärke Rückgewinnen bei Yamaokas Spuk stapelbar.
erhöht leicht die Dauer von dem Spuk. Die Dauer, das wäre vielleicht auch mal nicht verkehrt. Nehmen wir das mal mit. So. Was nehmen wir denn mal Schönes? So, wenn uns dabei zerstört und leiden, die Überlebenden unter dem Statuseffekt gefährdet. Naja. Erhöht die Schwierigkeit bei Fluchtversuche. Strafmaß. Was haben wir hier? Heimtückisch. Schalt die Tarnflüchtigkeit frei beim Stillstehen für 4 Sekunden. Ja, kann man machen, aber das fand ich eigentlich ganz gut verstört, deswegen hatte ich das ja freigeschaltet. 2 Paletten. Wir nehmen mal das hier. So, und dann brauchen wir noch eine Opfergabe. Effekt summiert sich. Tuch der Trennung. Geheim. Ja, kann man auch mal machen.